Meint ihr, mit Elder Scrolls 6 kommt eine neue Engine? Ja, keine Ahnung. Das hat halt mit neuen Engines immer so ihre Vor- und Nachteile. Weil zum einen muss man halt dann das ganze Entwicklerteam wieder ganz neu eintrainieren auf diese Engine. Und da geht wahnsinnig viel Zeit und somit auch Geld drauf. Zeit und Geld, das ansonsten halt ins Spiel fließen würde. Also könnte ich mir vorstellen, dass die weiterhin ihre alte Engine nutzen, die einfach noch versuchen, ein bisschen zu modernisieren und aufzubohren. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, inwieweit der Zustand moderner Bethesda-Spiele wirklich an der Engine liegt, zu welchem Grad. Und ob man nicht mit Polishing und... ja. Anderen Designphilosophien auch noch besser oder mehr rausholen könnte. Keine Ahnung. Ja, Zelda weiß es auch nicht. Hier lang. Hab eine! Ja! Abby! Nein! Nein! Ich sehe jemanden! Ich lasse sie nicht hier! Zurück! Waffen weg! Los! Oh, Scheiße! Es ist Abby! Ich sagte zurück! Zurück! Isaac! Was zur Hölle machst du? Lass mich das erklären. Was ist da hinter dir? Isaac hat leider echt keine so gute deutsche Synchro bekommen. Er ist im Weg, wir klären das zu Hause. Er gehört nicht zu denen, bitte. Abby, weg da. Verdammt, er ist noch ein Kind. Du hast 3 Sekunden, um von dem Scar wegzugehen. 1. Willst du mich wirklich erschießen? 2. Ich werde nicht weggehen. Wir müssen weg. Sie ist tot. Oh mein Gott, sie ist tot. Lev, komm schon. Das waren deine Scheißleute. Hey, ich bin auf deiner Seite. Hör zu. Wir müssen uns hier rauskämpfen, okay? Und dann musst du uns zu diesen Booten führen. Wir lassen uns nicht aufhalten. Ja? Okay. Okay. Mir nach. Ach ja, dieses Spiel, ey. Im Grunde sagt das Spiel immer nur, so, und habt ihr jetzt endlich genug Bindung zu der Figur aufgebaut? Sehr gut, dann töten wir sie jetzt. Bam! Damit, was du kannst. Ich hab alles, was ich brauche. Und mal gelingt besser mit dem Bindung aufbauen, mal schlechter. Aber es ist immer gemein. Selbst dieser... Ich weiß seinen Namen nicht mal. Der leibliche Vater von dem... Von Dina. Das Kind. Von Dinas Kind, sollte ich dazu sagen. Nicht von Dina. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Aber selbst der ist kein unsympathischer Kerl. Das passt schon. Selbst bei dem ist es schade. Wie? Cassie, genau. Flüstert mir die Marilyn gerade zu. Jesse und James, so schnell wie das Licht. Ah, ich habe einen Ausgang gefunden. Funktioniert ganz gut. Ich glaube, ich bleibe jetzt einfach stehen. Ne, die kommen bestimmt gleich hier außen rum, wenn es geht. Wenn die dann Ausgang haben. Haben die sogar wirklich. Na? Ich weiß genau, dass du da bist.
Lebt die noch? Nee, oder? Licht aus. Zoom an. Feuer! Mist! Chris! Los, hinter sie! So! Oh, damn it! Na, wo ist er denn? Über dir. Über mir. Glaube ich dir nicht. Ich glaube, du lügst mich an. Ich glaube, die KI weiß gerade nicht so ganz, was sie tun soll. Ah, jetzt weiß er's. Kann ich schießen. Gute Idee. Ah, cool. Das ist aber nicht sehr höflich. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Und das machen die Entwickler bestimmt nicht einfach so wahllos, willkürlich. Weil wir kämpfen jetzt hier gegen Wolves. Mit Abby. Aber komischerweise haben die Wolves für ihren großen letzten Schlachtzug gegen die Zarafinen hier keine Hunde mitgenommen. Komisch, ne? Fast so, als ob die Entwickler nicht wollten, dass man mit Abby Hunde umbringt. Da unten. Die machen das schon sehr gezielt. Davon gehe ich zumindest aus. Ich verstehe nur nicht, warum die einem irgendwie Ellie scheinbar so ein bisschen unsympathisch machen wollen. So wirkt es auf mich zumindest. Und Abby eben nicht. Lev, bist du noch da? Ja. Los, zum Ausgang. Dafür, dass ich mit einer Armbrust auf sie geschossen habe, sind das aber ganz schöne Splatter-Blutflecken an der Wand. Das weiß ich noch. Damals in GoldenEye, glaube ich, war es, oder? Das war so beeindruckend damals auf dem N64, dass wenn da ein Gegner mit, also an der Wand steht und man schießt auf dem, dann sind tatsächlich hinter dem an der Wand Blutspritzer. Das war so crazy damals. Ich meine, das erwartet man heute schon fast von dem Spiel. Aber ich meine, das war, wann war denn das? 98 oder so? Das war total irre. GoldenEye war überhaupt in vielerlei Hinsicht ein... Ich glaube, GoldenEye war so ein bisschen das... Ja, jetzt wo ich so sage, würde ich echt sagen, Rare war damals in den späten 90ern, Anfang der 2000er, das, was heute Naughty Dog so ein bisschen ist. Wenn es um Detailgrad geht und um technische Avantgarde. Das stimmt. Da ist was dran auf jeden Fall. Warte ist mal kurz. Dann, ich halte die Augen offen. Bis dann Microsoft Rare gekauft hat und Rare irgendwie nicht mehr Rare war. Das war echt dramatisch irgendwie. Das war tragisch. Das war schon mein absoluter Lieblingsentwickler. Und als Microsoft den gekauft hat, habe ich mir erst gedacht, so mein Gott, dann muss ich mir halt jetzt doch eine Xbox holen. Aber das wirklich Schlimme war halt, dass alle Entwickler von Rare, also alle, die irgendwie wirklich, Namen hatten und was wirklich beigetragen haben zu den Projekten, halt Rare nach dem Kauf von Microsoft verlassen haben.
Die haben dann ihre eigenen Studios gegründet oder haben sich über alle möglichen Studios verteilt. Und Rare war im Grunde nur noch der Name und ein kleines Kernteam, das aber, wenn man sich anguckt, was die seitdem gemacht hatten, offensichtlich nicht die treibende, kreative und technische Kraft bei Rare war, die so groß gemacht hat. Schade. Für Nintendo war es ein guter Deal, weil die Rare-Spiele waren zwar immer echt super gut, also irre gut, haben sich aber nie besonders gut verkauft. Und Microsoft hat eine irrsinnige Summe für damalige Verhältnisse bezahlt. Vergleichbar mit Minecraft heute wahrscheinlich. Ich habe die Summe nicht im Kopf, aber für damalige Verhältnisse irrsinnig. Wenn man bedenkt, dass es nur ein Studio war, das die gekauft haben. Wie kommen wir hier raus? Ich glaube, wir können hier durch. Wobei ich mal ein Interview gelesen habe, dass witzigerweise die Verantwortlichen bei Microsoft dachten, und das haben die erst ganz spät gecheckt, da war der Kauf schon lange über die Bühne, dass die Donkey Kong-Lizenz mitkaufen. Weil Rare hat ja quasi die Donkey Kong-Spiele gemacht, sowohl die am Super Nintendo als auch die für den N64 oder das für den N64. Und deswegen dachte Microsoft einfach so, ja, die werden wohl die Donkey Kong-Lizenz haben, fast schon. Haben die nicht so genau überprüft. Der Multiplayer von GoldenEye oder Perfect Dark damals, ja, das war so cool. Das war so cool. Wir verschwinden von dieser Insel. Vier Spieler Splitscreen. Weiter vorne ist ein Radiosender. Wie weit von hier liegt dieses Helden? Noch ein ganzes Stück. Oder auch gegen die Bots. Ich fand das so cool. Gerade im Perfect Dark hatte man dann so viele Möglichkeiten, die KI von den Bots, gegen die man spielt, einzustellen im Multiplayer. Das war richtig cool. Nicht nur Schwierigkeitsgrad, sondern auch Persönlichkeiten. Alle möglichen verrückten Sachen konnte man da machen. Von Pazifisten über Psychopathen. Die Simulanten hießen sie. Die waren ja keine Bots in dem Spiel, sondern Simulanten. Und dann gab es auch wirklich Missionen im Multiplayer, die man quasi alleine meistern musste. Da, sowas wie man selbst spielt mit einem suizidalen, super leichten NPC gegen einen perfekten NPC, also höchster Schwierigkeitsgrad. Und musste dann quasi den öfter killen, wie der deinen absolut nutzlosen Freund opfert. An die Mission kann ich mich deswegen so gut erinnern, weil die habe ich nie geschafft. Aber das war cool, das war wirklich richtig cool. Und, das darf man auch nicht vergessen, für ein Modul, das war ja auf dem N64 noch mit Cartridges, war da extrem viel Sprachausgabe und extrem viel Cutscenes mit drauf. Also nicht vorgerenderte Cutscenes, aber das war auch ungewöhnlich narrativ, Perfect Dark vor allem. Lev, hol die Leiter runter. Ich glaube, Rare, also das alte Rare, solange es noch bei Nintendo war, würde ich auch heute noch als meinen absoluten Lieblingsentwickler bezeichnen. Da ist natürlich auch viel Nostalgie mit drin, aber die waren schon sehr großartig damals. Ich weiß nicht, ob man Conker's Bad Fur Day heute noch gut spielen kann, aber das fand ich damals auch sehr genial. Hier durch. Okay, was habe ich hier? Capcom mag ich auch gerne, da hast du recht. Capcom war früher cool und sind immer noch eigentlich oder wieder. Es gab so eine Phase, da haben mich Capcom-Spiele nicht so interessiert.
Ich mache jetzt mal die Stabilitäts-Upgrades für die Waffen, weil was weiß denn ich. Capcom mag ich auch wirklich gerne. Das ist auch eine Firma, die mich schon seit meiner frühesten Kindheit begleitet. Von Mega Man und von Mega Man angefangen über Resident Evil bis heute Resident Evil. Immer noch. Oder wieder. Okay, hat sich die Schrotflinte gerade optisch ganz stark verändert oder bilde ich mir das ein? Ich kann jetzt leider nicht zurückspulen. Aber irgendwas ist sehr anders jetzt an der. Verändern sich die Waffen optisch stark, wenn man alle Upgrades hat oder was? Ich mache das hier jetzt auch mal mit dem Stabilitäts-Upgrade. Vielleicht spinne ich auch nur. Es kann gut sein, dass ich einfach nur spinne. Ich spinne ständig. Ah, hier wird einfach nur den Griff noch angebracht. Kann sein, dass das bei der Schrotflinte auch so ist und das, deswegen sieht es für mich komisch aus. Egal, weiter geht's. Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Wenn man Entwickler, die eigentlich irgendwie cool sind oder für irgendwas bekannt sind, aus ihrem Milieu, aus ihrem Arbeitsprozess rausnimmt, irgendwas verändert, dann kann das oft sich sehr negativ auswirken. Ich glaube, bei Lionhead oder irgendein Studio, das von Microsoft auch gekauft wurde, oder war es EA? Ist ja egal. Auf jeden Fall gibt es das auch, das will ich damit sagen, dass die Entwicklungsstudios dann plötzlich zu viel Geld und zu viel Freiheit haben und deswegen nichts mehr auf die Reihe kriegen, weil ihnen der Druck fehlt und der Rahmen der Möglichkeiten so groß wird, dass sie sich einfach nicht mehr auf irgendwas Sinnvolles konzentrieren können. Also so rum kann es auch schief gehen. Oh mein Gott. Ist das Haven? Ja. Was davon übrig ist. Lev, wo sind die Boote? Bei den Docks. Hinter dem Feuer. Dann sollten wir dahin, ehe alle weg sind, oder? Ja. Wir werden auf dieser Insel nicht sterben. Ich weiß. Gehen wir runter. Ja, als alter Nintendo-Fan hat natürlich Nintendo schon einen besonderen Platz bei mir, das stimmt. Das ist klar. Nintendo hat aber auch wirklich geschafft, seit 30 Jahren eine konstant sehr hohe Durchschnittsqualität in ihren Spielen zu haben. Und gleichzeitig sind sie auch noch wirklich mit die größten Innovationsträger der Videospiellandschaft. Das ist schon sehr cool. Aber Rare hat irgendwie für mich nochmal so diese besonderen Perlen gemacht im Nintendo, innerhalb vom Nintendo-Kosmos. Die haben ganz oft dann später mit Dinosaur Planet und sowas im Grunde Nintendo-Spiele genommen und ihre Version davon gemacht, auch mit Diddy Kong Racing und so. Aber oft haben die dem nochmal so ein bisschen die Krone aufgesetzt. Das, was Nintendo schon gemacht hat, nochmal verfeinert, nochmal die Rare-Behandlung gegeben. Zu den Steinbrücken. Okay. Bleib hinter mir. Töte sie! Bist du ein Feind? Ich bin mir nicht sicher. Der wird nicht als Feind angezeigt. Vielleicht sollte ich dir einfach kämpfen lassen und wir gehen einfach. Oder? Erledigt diese Freaks! Die sind nicht unser Problem hier. Die sind ihr gegenseitiges Problem. Töte sie! Wir sind hier nur auf der Durchreise, zufällig. Sichert die Fenster! Sie dürfen uns nicht umzingeln! Töte sie alle! Es ist jetzt ungünstig, dass die da steht, ne?
Irgendwie lustig, das da hinten. Oder ist das... Das ist doch eine Wolf, oder? Ach so, nee, das sind... Ah, ich dachte schon. Okay, egal. Das stimmt. Das wäre auf jeden Fall interessant, was passiert wäre, wenn die... die Nintendo PlayStation wirklich eine Realität geworden wäre damals. Es gab ja anscheinend auch die Bemühungen von Seiten Microsofts, dann als die die Xbox auf den Markt gebracht haben, haben die ja Nintendo scheinbar auch vorgeschlagen, dass die, dass Microsoft die Hardware stellt und Nintendo die Software. Wäre auch eine interessante Kooperation geworden wahrscheinlich. Ich denke mir auch, was gewesen wäre, wenn damals Donkey Kong wirklich ein Popeye-Spiel geworden wäre. Das war ja geplant ursprünglich, aber dann haben die doch die Popeye-Lizenz im letzten Moment verloren. Und so haben sie dann halt aus dem Helden statt Popeye Jumpman und aus Olivia Öl Lady und aus aus Brutus Donkey Kong gemacht, so last minute. Und ich stelle mir das oft vor, wie witzig und bizarr das wäre, wenn heute Popeye das Videospiel-Maskottchen wäre. Irgendwie so eine absurde, lustige Vorstellung, finde ich. Aus heutiger Sicht. Ja, ich weiß nicht, kommst du jetzt, Abby? Au, hey. Au, hey. Hörst jetzt bitte auf. Ich habe eigentlich überhaupt kein Beef mit euch, Leute.